Somit dann herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator. Hinter dem Baltischen See DLC. Aha. Ja. Ach, die Stelle. Ah, das ist doch die, wo wir da, wenn wir nach Istanbul runterfahren, öfters mal lang gefahren sind, die große Mautstelle. Zeit zu gehen. Ja, es war Zeit, Musik anzumachen hier, Mädel. Was ist los mit dir? Ich könnte an jeder Kurve einfach stehen bleiben und gucken. Da fehlt ja gar kein Wasser. Hier sind genau solche Gebiete hier mit den Steigungen. Das sind die Gründe, weswegen europäische Trucks stärkere Motoren haben als amerikanische LKWs. Weil gerade halt in den, also südlich von uns, also von südlich von Deutschland, ist so gebirgig, dass hier kommst du halt mit einem Tandem-Auflieger und dann auch noch mit der Steigung. Kommt halt nicht hoch mit 300 PS. Brauchst du ein bisschen was mehr, ein bisschen was Stärkeres. Da ist er schon wieder Maut. Alter.
Hui. Nochmal, nochmal. Oh, Ausrufezeichen. Was heißt genau was? Wo kommt man da lang? Ist das ein Geheimweg? Nope. Das ist nur eine Sackgasse. Herz aller Liebst, kommt die runter? Ja, komm ich. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Demnächst links abbiegen. Das Auto, das dachte ich, dich nie vergessen, eine Handbremse anzuziehen. Biege nach links ab. Ich
Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Das sind schon wieder so schöne Aussichten hier.
nächste stillgelegte Brücke. Oh, ich dachte, man kann da rauf. Machen Sie eine Kehrtwende. Was ja schade. Oh, vielleicht kann man darauf. Muss mal gucken, ob die wirklich gesperrt ist oder ob man da nicht vielleicht doch einfach rauffahren kann. Was schon sehr geil wäre. Zumindest sehe ich da kein X. Doch, man kann darauf, oder? Oh. Da werden wir auf jeden Fall noch rüberfahren. Sehr geil, Alter. Holy shit. Da gibt es sogar eine Seilbahn. Das ist mir aufgefallen. Ha. Machen sogar Geräusche, ich schreie richtig. Wie abgespaced ist das denn bitte schön? Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn bitte? Ja, hier kann man leider nicht rauf. Witzig. Gut, dann wollen wir mal gucken, ob wir auf die Brücke rauf können. Aber man kann nicht rauf. Oh, verdammt. Ah. Mal gucken, ob man so ein schönes Foto machen kann. Hey. Gut, von der Brücke sieht man zwar gar nichts so, aber krieg's auch nicht hin. Ich fliege! So könnte man ein Foto machen, ja. Naja. Was ist eigentlich dahinter? Guck mal, hier hinter geht es noch weiter. Wollen wir da einfach mal doch hinfahren? Mal gucken, was da noch so ist. Voll ganz ehrlich, sieht hier schon arschschön aus. Ich glaube, wir fahren einfach mal lang. Ganz ehrlich, warum nicht? Ich finde eine neue Route. Wir fahren aber mal noch da hinten. Ne? Okay, lass uns eine neue Route. Ah, jetzt nervt die Alte natürlich. Kann ich jetzt hier einen Punkt
Okay, wir fahren los. So. Können wir das Daumen auch gleich Pause machen? Wird schon wieder 15 Uhr. Oh Mann, wieder geil. Ja, war ganz gut, dass wir jetzt nochmal Strecken abfahren, die wir so noch nicht abgefahren sind. Weil, wenn du halt normal nach Missionen suchst, du wirst halt niemals zu solchen Ecken kommen. Die Wahrscheinlichkeit ist halt super gering. Geschweige denn solche Sachen wie... Okay, gut, doch, das gilt doch mit dazu. Wollte gerade sagen, ne, weil gerade hier solche Dinger wie das Ding hier zum Beispiel... Wenn du halt die Strecke in die Richtung gefahren bist, und dann, ne? Also gut, ich meine, wenn du jetzt Eingänge fährst, dann musst du ja unbedingt zurückfahren. Aber wenn du jetzt diese Schnellaufträge machst, und einfach nur eine Mission hast von irgendwo nach da, dann denkst du halt, du hast ja alles erkundet irgendwann, aber dieses kleine Stückchen fehlt dann noch, und so kommst du halt niemals auf 100%. Digga, wir haben gerade mal 30%. Holy shit. Obwohl, schon, wenn man denkt, wie viel noch grau ist. Digga, wir haben schon... Welche Folge ist das? Folge... Ja, also, auf jeden Fall so über 100 Spielstunden im Let's Play. Und wir haben gerade mal 30%. What the actually fuck? Ja. Das ist ungefähr das, wenn WTF ein Pokémon wäre und wir es auf Level 100 hätten. Wie riesig diese ATS und ETS-Maps einfach sind. Das ist so krank. Und alle ist so schön detailreich. Ich meine, guckt euch die Scheiße an. Digga. ETS und ATS könnten einfach aufhören zu entwickeln. Also ETS-Software. Könnte einfach aufhören, ETS und ATS weiterzuentwickeln. Und die hatten trotzdem locker die nächsten 20 Jahre immer noch das beste... Spiel der Welt. Weil hier kommt einfach keiner ran. Das ist... Wow. Einfach wow. Wow. Apropos wow. Wow. Schöne Häuser hier. Ups. Oh Gott, guckt euch das an, Alter. Ah, herrlich, herrlich. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Demnächst rechts abbiegen. Oh, das ist ein Baumstamm. Hätte ich aber beinahe voll mitgenommen. So, dann machen wir bei der schönen Position hier. Guck dir das einfach an, Alter. Erstmal schön Pause. Easy. Was jetzt? Können wir gleich voll Pause machen? Easy. Ja,
soll es für die Folge gewesen sein. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge dann wieder. Bis dann.